Ich habe 1998 in einer Rede im Bundestag bei der Einführung des Euro vor allen Folgen gewarnt. Ich habe auf den kommenden Rassismus hingewiesen, auf die Ausländerfeindlichkeit hingewiesen. Ich habe gesagt, welche Standards fehlen. Nicht, dass wir im Prinzip gegen eine gemeinsame Währung waren, aber wir haben gesagt, das muss der letzte Punkt einer Entwicklung sein. Und man kann nicht umgekehrt über die Währung versuchen, die Angleichung zu erzwingen, weil das immer eine Angleichung nach dem billigsten Standard ist. Und das ist eine Angleichung nach unten. Und genau so ist es gekommen. Sie sind verzweifelt, denn Ihr Projekt Europa über das Geld zusammenzubinden, was ja bis vor kurzem sehr gut funktioniert hat, dieses Projekt wird nicht mehr über das Geld nur zusammengebunden mit dem Euro sozusagen, dem Projekt des deutschen Kapitals, sondern soll vor allen Dingen eben auch, nachdem es tiefe Risse bekommen hat, gerade auch in den letzten Jahren, wie wir klar sehen konnten, soll jetzt das Militär, die Aufrüstung, der Militarismus, die Verteidigungsunion, wie Sie das nennen, sozusagen diese Risse wieder kitten und dieses Projekt wieder am Leben erhalten. Und ich glaube, dass der Aufhänger, über den wir im Vorfeld kurz diskutiert haben, ja schon mit Colin Crouch gut beschrieben ist, dass wir in einem Zeitalter der Postdemokratie leben. Und ich glaube, dass das in besonderer Weise für die Europäische Union gilt, nämlich dass es schon die demokratischen Institutionen gibt. Sie sind vorhanden, aber sie sind ausgehöhlt und weite Teile der Menschen in Europa sind nicht mal ansatzweise mehr involviert. Also der Brexit ist ja sozusagen auch schon natürlich auch von rechts befeuert worden, auch wenn es ganz andere Motivationen derer gab, die dafür gestimmt haben. Und ich sag mal, ich hoffe, Jean-Luc, dass dieses Szenario nicht wahr wird, aber sollte in Frankreich Le Pen eine Präsidentschaftswahl gewinnen, dann ist die EU tot. Aber dann ist sie nicht progressiv überwunden, sondern dann ist sie tot, weil sie im Nationalismus zerbricht. Und wer das nicht will, der darf sich nicht einreden lassen, die EU sei europäisch oder die EU sei Europa und EU-Kritik sei antieuropäisch. Weil solange wir uns in diesen Denkschablonen bewegen, erleichtern wir es den Rechten. Und das ist am Ende tatsächlich das, was dieses Europa zerstören wird. Dass so viele Arbeitslose, dass so viele Arbeiter ausgerechnet die wählen, die nichts für sie tun wollen, sondern sie real eben Neoliberalismus an vielen Stellen noch verstärken. Das ist nämlich das eigentliche Angebot der AfD. Und unsere Aufgabe, gerade hier in Deutschland, ist es, dass wir einen Wechsel der Politik hinbekommen, damit eben Portugal nicht leidet, damit andere Länder nicht leiden. Ich habe Verständnis, wenn Linke in anderen Ländern der EU, der Eurozone sagen, wir fühlen uns durch Deutschland an den Rand gedrängt und wir wollen eine Diskussion darüber führen, ob wir möglicherweise aus dem Euro austreten können oder sollten und ob uns das Vorteile bringt oder nicht. Aber ich finde, die Linke in Deutschland kann dies nicht. Weil der Hauptgegner, das dicke Brett, sitzt nicht in Brüssel, sondern sitzt im Bundeskanzleramt. Und wir müssen in Deutschland als Linke für eine andere Politik arbeiten, damit überhaupt der Euro zukünftig eine Chance hat. Die derzeit größte Bewegung in Deutschland gegen TTIP und CETA hat doch bei vielen Menschen dazu beigetragen, dass sie sich viel grundsätzlicher mit Freihandel, auch mit den Ländern des Südens auseinandersetzen und dem Konstrukt des Lissabon-Vertrages, weil sie nämlich immer gesagt bekommen, das ist aber in den Verträgen so drin, anders geht es gar nicht. Und da habe ich nach wie vor Hoffnung, dass wir über einen ganz anderen Ansatz, auch über die Frage der Militarisierung und einem anderen Europa sprechen können. But you know what, right now, when we have all problems in Europe that we, well, you have been discussing all day, the European Commission and the European Parliament is debating sanctions on Portugal because of deficits that was created with the right-wing government that has made everything that the European Commission told them to do. So this is not going to stop. The blackmail is not going to stop. We are not going to have a real alternative in Europe. Der Euro ist eben, wenn man so will, das Instrument der deutschen Wirtschaft, die Wirtschaft Europas zu beherrschen, so wie er jetzt geworden ist. Das können wir nicht auf Dauer hinnehmen. Italien hat 25% seiner Industrie verloren. Wie lange wollen die das noch aushalten? Wir stehen der Verpflichtung, eine Verfassung anzustreben, die denen die Möglichkeit gibt, zu überleben. Sonst sind wir keine Internationalisten, liebe Freundinnen und Freunde. Il est important qu'il y ait des gouvernements qui rompent avec le système productiviste qui est directement et congénitalement
attaché au capitalisme de notre époque, pour faire la transition pas seulement de l'énergie, mais des process de production, des process d'échange, de la façon de consommer qui nécessite une révolution culturelle de notre manière de vivre et d'appréhender la vie. Et donc de poser à nouveau l'interrogation face à la richesse. Quel est le sens, s'il vous plaît, quand on a 1 milliard, d'en vouloir un deuxième? Quand on a 1 million, d'en vouloir un deuxième? En quoi consiste la véritable richesse des êtres humains, sinon le soin à apporter aux autres, à l'amour que l'on peut partager, à la tendresse qu'il faut donner dans la société, qui sont les tâches prioritaires d'un programme de gauche, autrement dit.